Ich brauche einen stärkeren Bogen. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Diese Ruinen hier, mongolisch. Trinity, Sie sind hier. Zentrale, hört ihr mich? Ach, Scheiße. Oh, Scheiße. Was war denn das? Erkundungsteam hier, Overwatch. Bitte kommen. Erkundungsteam, bitte kommen. Wir hatten Störungen. Thank you.
Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Ich muss die Wunde verbinden. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Ich brauche einen Verband. Vorbei. Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Mongolische Schrift. Kann sie nicht recht entziffern. Eine Krone von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Ihr Besitzer hat sie bei seinem Tod getragen. Thank you.
ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen als Abgesandter des Trinity-Ordens. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst. Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt, heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat. Aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden.
Die Inschrift gilt vor allem einem Sieg im Kampf, aber sie haben wohl etwas in der Nähe zurückgelassen. Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist, auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen, und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe, oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Ich muss mich ausholen. Oh, so kalt, so müde. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Thank you.
weiter! Los! Schnappt sie euch! Noch ein Camp. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Over. Der Funk ist noch instabil. Bleibt in der Nähe. Wir müssen sie finden, bevor sie wieder auf Raumzug gehen. Zentrale, wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das primär ist, dass das vermisste Erkundungsteam zu... haben Seilfallen gestellt. Wir haben geplant, dass wir ihnen folgen. Das war gar kein Rückzug. Sobald wir hier waren. Shit. Wir brauchen ein Aufstandsbekämpfungsprotokoll. Er sprengt den Zeitplan. Konstantin wird nicht begeistert sein. Ist aber besser, als sich im Dunkeln abknallen zu lassen. Was war das?
Achtung! Verdammt, er ist noch da. Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Thank you.
Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Scheiße, es wird echt kalt. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Das war ein Pfeifpfeil. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Eine byzantinische Kriegsgaleere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Ah.
Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Da oben muss irgendwas sein. Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Da oben ist. Haben Sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs.
Er hat das Land der Rus durchquert. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt, wartet, bis ich einen Tagesritt entfernt bin und dann weiterzieht. Ich werde nicht, wie erhofft, vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svetlojar Halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug, versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten?